Yo, Freunde, was geht ab, na? Moin moin, servus. YouTube hat tatsächlich mein beliebtestes Video jemals mit 500.000 Aufrufen gelöscht. Ja, weil ich da so ein, zwei Sachen drin gehabt habe, die vielleicht jetzt nicht so okay waren. Und weil mir wirklich so 100 Leute geschrieben haben, okay, eigentlich waren es vielleicht nur so 4, 5, so, dass das Video weg ist, so, und die wollen sich das vielleicht nochmal reinziehen und das eigentlich ganz cool war, so. Dachte ich mir, okay, komm, entferne ich einfach die schlimmen Stellen und lade es jetzt nochmal neu hoch. Und ab morgen gibt's übrigens wieder regelmäßig Videos und diesmal wirklich, wirklich, wirklich. Viel Spaß! Dieses Kind hier ist mit Abstand das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Eigentlich ist man in so einem Alter noch im Kindergarten oder in der Grundschule. Er leider nicht. Denn er ist da draußen in der Welt unterwegs mit nur einer Aufgabe. Und zwar so viele Menschen wie möglich abzufacken. Und dafür scheut er vor wirklich gar nichts zurück. Egal ob Feueralarm auslösen, Leute anschreien, Sachen klauen oder einfach random Scheiße, die nervig ist. Dieser Junge macht alles. Und wir gucken uns heute mal ein bisschen was davon an. Ich habe mir seine Videos reingezogen und auf was ich da alles gestoßen bin, glaubt mir echt keiner. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es lohnt sich. Shit. It's gonna fucking... Okay, was ist das jetzt? Bruder, der Bre setzt sich einfach auf eine random Toilette in einem Einkaufsladen. Wer kennt es nicht? Normalste Aktivität an einem Mittwochnachmittag, wenn einem langweilig ist. It's coming out! It's coming out! It's coming out! Yo, okay. Bro, what the f***? Was ist das für ein Prank? Die armen Mitarbeiter, die dort arbeiten und heute einfach wieder einen stinknormalen, langweiligen Tag rumkriegen wollen. Und dann kommt er dahin. It's coming. It's coming out. It was coming out. It was coming out. Was denkt man sich eigentlich, wenn man sowas sieht? Würde ich dort arbeiten und der f***t mich so ab? Ich glaube, ich würde meinen Job verlieren, weil ich den kleinen Junge noch kleiner machen würde. Naja, und wie es sich gehört für den Scheißer, wurde er auch direkt rausgekickt von den Mitarbeitern. Und wie er rausgekickt worden ist. Mess. Whatever, come on. Wow, 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 wow. Okay, er schubbt ihn einfach. Ich will nicht sagen verdient, weil das ist ein kleiner Butschi, aber ja, verdient. Haha, ich würde es zwar nicht machen, aber korrekt, dass jemand das auf sich nimmt. Dieses Bild gibt mir einfach übelste Amerika-Vibes. Fehlt nur noch, dass sie den kleinen Jungen mit einem Sturmgewehr bedrohen, weil er nicht rausgehen wollte. Und by the way, was war das für ein goofy A-Cartoon-Fall von ihm? Ich muss sagen, das mit der Toilette ist vielleicht kein ultra witziger 10 von 10 Prank, aber war schon ein bisschen lustig, weil es so random ist, wie er da oben drauf sitzt und am Schießen ist und das Mikrofon übersteuert. Doch das war's leider, denn ab jetzt geht das Niveau wirklich runter. So richtig runter. Bis in den Keller, bis zum Erdkern. Okay. Na, du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass das dein neuer Prank ist? Dass du die Sachen, die fremde Leute kaufen wollen, einfach aus dem Einkaufswagen wirfst? That's mine. Hey, that's mine. What? What? What do you mean what? And you stop recording, you asshole. Huh? What happened? What do you mean? What happened? Huh? What? What happened? What happened? What do you mean? It's mine. Oh. Junior? Huh? Junior? What do you mean? Das ist echt ekelhaft. Bah! Wer hat dich erzogen? Sowas finde sogar ich ein bisschen too much. Und das muss was heißen, weil eigentlich ich feiere alles, was gottlos ist. No. Seriously? Don't do that. What? Don't rush it on my car. Hey, no. Sorry, thank you. Take me off the camera now. Zoom in on her face. Die armen Leute. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, das sieht so traurig aus, wie sie ihr Zeug wieder aufhebt. Ich habe wirklich Mitleid, Mann. Can I... Wait, don't call. I'm gonna jump. I'm gonna do it. No, I'm gonna jump. I'm gonna jump.
Oh nein, die arme Mitarbeiterin denkt wirklich, sie kann ihn jetzt davon abhalten und er wird es sich nochmal anders überlegen. Ja, ja, sicherlich. I'm gonna jump. Can you help me up? No, sir. You need to go out this. Ich sag euch ehrlich, ich wünsche mir gerade den Kollegen von vorhin hierher, der ihn mir gezeigt hat, wo es lang geht. Real Talk, für sowas bräuchte man so eine Kidnapper-Hotline, die man anheuern kann auf ihn. Die ihn kurz einpacken, 5 Stunden wohin bringen, richtig Angst machen und dann wieder freilassen. Ich glaube, danach war es das auch erstmal mit den witzigen YouTube-Videos. Is that yours? What? Is this your card? Yeah. Oh. Okay. Do I need to call the cops on you? Yeah. I see you videoing me. Get out of my stuff. Really? What? You were being mean to me, so I had to do it. Bruder, die ganze Packung einfach rausgeballert? Stell dir mal vor, das wäre kaputt gegangen. Was ein Prank. Wirklich. Jetzt mal Spaß beiseite. Wie kann man mit 12 Jahren schon so ein Lutscher sein? Das ist auch echt, also das ist wirklich nicht lustig. Das ist kein cooler, witziger Prank oder so. Das ist einfach unangenehm zum Anschauen. Was hat TikTok bitte mit der Generation von heutzutage gemacht, dass die auf solche Ideen kommen und denken, die haben damit den übelsten Banger gemacht? Okay, und wenn ihr dachtet, dass sowas schon der Untergang für die Menschheit ist? Es wird schlimmer. Und zwar richtig schlimmer. Im nächsten Video geht es um was Bestimmtes, was an der Wand hängt. Ja, richtig. Es geht um einen Feueralarm. Hey everyone, it's not a joke. I'm gonna do it. Don't you fucking dare. Don't I dare? Dieser kleine Wichser will doch jetzt nicht ehrlich den Feueralarm pullen, oder? Mitten in einem öffentlichen Restaurant. Don't I dare? I'm gonna do it. No fucking way. Nein, 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 nein. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Ich schwöre, würde ich dort arbeiten und ich sehe ihn, wie er diesen Feueralarm dort pullt, ich würde wirklich wie John Cena auf ihn zurennen und ihm dann so einen High-Dropkick geben, dass er voll im hohen Bogen aus dem Laden rausfliegt. Die Arme hatte heute erst einen Arbeitstag und dachte, es wird entspannt. Und jetzt muss sie sich um sowas kümmern. Ich würde mir wirklich verarscht vorkommen von meinem eigenen Leben. Oha, oha. Ich will nicht wissen, was danach passiert ist. Die ist komplett am Ragen. Die geht wirklich wie ein Wrestler los auf die kleinen Jungs. Aber wo wäre denn sowas mit dem Feueralarm noch gottloser als in einem Restaurant? Hm, vielleicht in einer Bibliothek? I think you should. Are you here with anyone? No. By yourself? Yeah. Come with me downstairs. I think I want to pull. No, no. I'm gonna no, do it. You are not. I'm gonna do it. No. I need to retaliate somehow. No. I'm gonna no. do it. No. Ey, die Arme schiebt schon Panikattacke. Aber verständlich, wenn da ein random Kind reinkommt und unbedingt den Feueralarm pullen will. No, come with me, downstairs. I have an addiction to pulling fire alarms. Come on, we're gonna go downstairs together. Come on. Downstairs. Bruder, dieses Kind ist ein Dämon. Was müssen sich die Eltern den ganzen Tag geben, wenn die ihn nicht auch schon irgendwo ins Heim geschickt haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben? Together. No, I'm Why getting don't you very want... upset. Why? Because you are going to do something that's illegal. I'll try to calm myself down. And I think if we walk My heart together, is beating pretty fast. If we walk together. All right. If we walk together. All right, all right. Walk together. All right. Yes. All yes, right. Yes, I'm going to help you through this. I'm going to help you through this. No! Congratulations. Is it? Nothing's going on. Do you know who this is? No. No, they're filming some dumb shit. Oh my god! Come on. Ah, okay. Wenigstens ist der Feueralarm nicht echt. Stellt euch mal vor, das Ding wäre real und die Feuerwehr wäre automatisch angerückt, weil eigentlich ist das ja so der Fall bei solchen öffentlichen Plätzen. Der kleine Hosenschisser hätte dann so 30.000 Dollar Rechnung von der Feuerwehr bekommen, wegen den Einsatzkosten. Das hätte ich ihm aber sowas von gegönnt. Und natürlich, als die Polizei informiert wurde, gibt es nur eine Lösung für ihn. The police are coming to see you. You might want to film that they're coming. Really? For our safety? For proof to the police what you did. We're gonna run in 3, 2, 1. Ah, no! All right, you know what? Die Oma schreit nur noch so, no, no, rennt nicht weg. Ja, ist ehrenlos, aber was bleibt dir anderes übrig? Also, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ich meine, selbst wenn, was wollen die tun? Ihn einsperren? Das ist ja das Schlimmste hier dran. Der kann sich einfach alles erlauben, weil ihm eh nichts passieren kann. Niemand wird ihn wirklich verhaften. Höchstens seine Eltern müssten dafür haften. Imagine, ihr zieht so jahrelang euer Kind auf und dann müsst ihr einfach in den Knast und Strafe zahlen, weil er random Feueralarm ausgelöst hat in einer Bibliothek. Ich würde ihn enterben, direkt. It's all good, man. So if I can just... I mean...
I mean, you know, it's all good, man. Like I said, just as long as you guys are not harassing my team members. Be careful, man. I don't Okay, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ist zwar ein bisschen random, aber immerhin nicht ganz so abgef***t wie die anderen. Thank you. And she don't have our permission. Zoom in on her face. Why? Did I get you? Thank you. You have a great day. Guck mal, genau sowas meine ich. Der kommt damit durch, weil er so ein kleiner Racker ist. Hätte ich das gemacht bei dieser Frau, die wäre voll ausgerastet, hätte geheult und hätte mich danach noch angezeigt wegen sexueller Belästigung oder sowas. Und der kommt damit einfach durch. Falling out. Oh, is this Mike? How's it going, Mike? Good. You know what it's time to? It's time to get out. Don't grab it. Get the f*** you. Oh. Someone's gonna lose their job today, Mrs. Grumpy. Somebody's gonna be dead in front of a f***ing car today. Yo, oha, chill, Bro, chill. Der hat wirklich ein bisschen übertrieben, was sollte das denn? Ja, und eine halbe Stunde später musste die Situation hier so geklärt werden. We have the right to ask you to never come in our store again. And I'm asking you right now to never come in our store again. I got you. If you ever come in our store again, you'll get arrested for trespass. Oh mein Gott, was muss ich die Polizei denken? Die wurden beide Polizisten in der Hoffnung, schlimme Verbrechen zu bekämpfen und Heldentaten zu erledigen. Und dann müssen sie einfach einen kleinen Jungen aus dem Supermarkt bringen, weil er mit einem Plastikhuhn Menschen angreift. Ich erkenne den Schmerz im Blick von diesem Bruder. Dickes F. What the f*** ist das jetzt schon wieder? I'm gonna do it again. Das reicht jetzt auch. Nach diesen Videos bin ich mir sicher, dass mein Sohn erst Handy bekommt, nachdem er ein bisschen Gehirn bekommen hat. Und naja, Freunde, wenn ihr nicht mit eurem Kopf in einer laufenden Waschmaschine stecken bleiben wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.